Nein. 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 Bitte nicht bis dass der Tod euch heilt. Nein, bitte nicht. Lasst mich. Ich, ja, ich sage ja, ja, ja. Aber bitte nicht. Karol. Morgen, mein Schatz. Heute gibt es schon 20 Kalorien mehr zum Frühstück. Du hast nicht gut geschlafen, mein Schatz. Wieder dieser Albtraum? Willst du mir nicht endlich erzählen, was für ein furchtbarer Traum das ist? Ach, Liebe, was soll ich dich damit belasten? Du bist so lieb zu mir, mein dicker Bär. Soll ich dir ein Knäckebrot schmieren, Liebling? Was möchtest du denn drauf? Ja, ich kann mich schwer entscheiden. Hier ist leckere Brokkolipaste. Am frühen Morgen schon Gemüse? Oder Tofu. Bitte? Abfallprodukt von Torfmüll? Johannes, vielleicht Leberwurst. Oh ja. Aus Sojakannen. Soja, Eier, so, ach so. Nee. Greif zu, du darfst. Da macht ja gerade keinen Spaß. Hast du denn gar keinen Appetit? Na, woher soll der denn kommen bei der Öko-Diät? Ach, das ist doch nur zu deinem Besten, mein dicker Bär. Dafür habe ich mir für dich das Rauchen abgewöhnt. Das können wir gerne wieder rückgängig machen. Allerdings begreife ich nicht, dass du seit Wochen nicht einen Gramm abgenommen hast. Ich habe eben so schwere Knochen. Olas, ich mach das für dich, Liebling. Aber essen darf ich's alleine. Na, du bist vielleicht gut aufgelegt heute. Fühlst dich wohl, was? Alles in Ordnung so? Perfekt, mein Schatz. Wie überhaupt alles hier? Etwas vergessen. Hier. Irene, meinst du nicht, dass es auch mal ohne geht? Geht nichts. Ein Mann ist nur ein Herr, wenn er eine Krawatte trägt. Aha. Wer sagt denn sowas? Vater. Na, dann ist es ja das Amen in der Kirche. So? Der Herr mit dem Windsorknoten. Gut schaust du aus, gentlemanlike. Das war zu befürchten. Tschüss. Moment. Jo, was denn noch? Augen zu. Herr Direktor? Guten Morgen. Hören Sie bitte. Haben wir wieder mal den Schlüssel vergessen, Herr Direktor?
haben wir. Frau Schneider, wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Sie sollen mich nicht immer mit Herr Direktor anreden. Ich komme ja vor wie in der Schule. Tut mir leid, Herr Direktor, aber Ihr Schwiegervater hat das nun mal so angeordnet. Sind Sie bereit? Bereit. Also, los. Das ist ein Opal, vielleicht brasilianischer. Zwei Karäter Brillant, moderner Feinschliff. Rubin, Burma, sehr feine Qualität. Sein Saphir, Ceylon, sehr lebhaft. Und last not least, ein Topaz, Fantasieschliff, das wär's. Erstaunen Sie, was? Fehlerlos, das dritte Mal in dieser Woche. Langsam sind Sie perfekt, bis auf eine Kleinigkeit. Welche? Immer korrekt gekleidet sein. Regel Nummer eins. Die Regel kenne ich schon. Ich möchte in der nächsten halben Stunde nicht gestört werden. Wie üblich. Ihr Kaffee steht bereit. Danke. Und absolute Diskretion. Selbstverständlich, Herr Direktor. Was anbieten. Brötchen mit holländischem Ziegenkäse vielleicht, das ist mein Favorit. Nicht aber nein. Ein Kaffee? Nein, vielen Dank. Dem bitte. Na, Platz. Frau Schneider, ist noch was? Soll ich nicht noch ein bisschen? Nein, danke, nicht. Sorgen Sie dafür, dass wir nicht gestört werden. Aha. Ja, Frau van der Veer, Sie hatten ja gestern angerufen und ich habe bereits Entsprechendes vorbereitet. Hier, unsere Palette, der ein bis zwei Karäter, für die Sie sich interessieren. Traumhaft schöne Steine. Kann man wohl sagen. Erste Qualität. Alle Lupen rein. Etwas anderes würde ich Ihnen noch gar nicht anbieten. Nein, bei den Bayern lief nicht viel zusammen. Sag mal, musst du nicht in die Schule? Verteilte gelbe Karten, ich habe drei Freistunden. In dieser Szene drei Freistunden? Dann gib's doch. Na, wenn das mal stimmt. Schreibt er heute nicht eine Chemiearbeit? Na und? Ja, da würde ich mich lieber darauf vorbereiten, anstatt hier Fußball zu gucken. Ich guck lieber Fußball. Komm, sei vernünftig, Philipp. Hey, was soll denn das? Das Spiel hast du doch gestern schon gesehen. Na und? Bereite dich lieber auf deine Chemiearbeit vor. Wenn du willst, helfe ich dir. Danke, ich verzichte. Der Fernseher bleibt aus. Hey, du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Was soll das heißen? Du bist doch nicht mein Vater. Nein, das bin ich nicht, aber ich bin der Lebensgefährte deiner Mutter, also auch folglich für dich verantwortlich. Danke, ich kann verzichten. Aus, Philipp! Das ist mein Zimmer und ich kann hier machen, was ich will. Und du hast mir überhaupt nichts zu bestimmen. Ich habe Nein gesagt! Oh mein Gott, Philipp. Was
Hast du dir weh getan? Lass mich doch mal sehen. Lass mich in Ruhe. Fass mich nicht an, Mann. Philipp! Philipp! Philipp, was ist denn los? Er hat mich geschlagen. Philipp! Du hast ihn geschlagen? Ach was. Es ging das Regal gestolpert und hat sich den Kopf gestoßen. Wunderschön. Das ist auch unser Glanzstück. 5,2 Karat. Kostenpunkt? Na ja, mit einer guten Viertelmillion müssen Sie schon rechnen. Und Sie haben 5 Stück in dieser Größenordnung? Mhm. Alle mit modernem Schliff. Traumhaft. Schade. Ich glaube, dafür habe ich im Augenblick keinen Interessenten, aber ganz sicher für diesen 2-Karäter. Was würde dieser Stein kosten? Der ist lupenrein, blau-weiß. 45.000 müsste ich dafür schon haben. Mein Limit liegt bei 42.000. Ja, ja. Weil Sie sind 42. Danke. Sie zahlen mit Scheck? Ja. Entschuldigen Sie, das ist unser erster geschäftlicher Kontakt. Nicht, dass ich Ihnen misstraue, aber... Ich verstehe, gar kein Problem. Ich zahle Ihnen, sagen wir, 5.000 Mark an. Legen Sie den Stein in einen Umschlag, versiegeln Sie ihn und bewahren Sie ihn in dem Safe auf. Dann brauche ich ihn später nicht zu kontrollieren. Ich bin in ein paar Tagen wieder in Hamburg. Dann bringe ich Ihnen das Geld und hole den Stern. Einverstanden? Aber wie Sie wünschen. Sie gestatten. Ah, ja, verstehe. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wem sagen Sie das? Ja. Okay. Sagen Sie, mir fällt gerade ein, Sie haben nicht zufällig ein paar Auszüge von den Expertisen von den 5-Karätern? Ich hätte vielleicht doch einen Interessenten. Ja, aber selbstverständlich. Frau Schneider, kommen Sie bitte mal. Einen Moment bitte. Gerne. Sorgen Sie doch bitte für die Fotokopie von Nummer 5, ja? Ja. Und schreiben Sie bitte eine Quittung über 5.000 Mark für Frau van der Veer, Amsterdam. Anzahlung für den 2-Karäter. Jawohl, Herr Direktor. Tja, dann gratuliere ich Ihnen zu dem Kauf, Frau van der Veer. Wie wär's mit einem Gläschen Champagner? Sehr gern, vielen Dank. Warum fahren wir denn nicht nach Hamburg? Weil wir dieses Wochenende nach Rügen fahren. Ich habe aber keine Lust nach Rügen. Und schon gar nicht, wenn er dabei ist. Dieser Er hat einen Namen und ist ein guter Freund von mir und ich möchte, dass du das respektierst, Philipp. Die Geschichte mit der angeblichen Backpfeife war keine Glanzleistung von dir. Und deswegen muss ich mit? Nicht deswegen, ich möchte dich einfach gern dabei haben. Wozu denn? Ich kann auch bei Katharina bleiben. So schön wie du willst, dann bleibst du eben hier. Kannst du mir mal sagen, was du gegen Peter hast? Ich habe nichts gegen ihn. Ich habe auch nichts für ihn. Kannst du nicht versuchen, ein bisschen freundlicher zu ihm zu sein, mir zuliebe? Willst du ihn heiraten? Würde dir das was ausmachen? Ja. Wieso? Ich will ihn nicht als mein Vater. Er kann ja nicht mal Fußball spielen. Ach, Philipp. Ich werde dir die Steine bis Anfang nächste Woche kopieren. Reicht das? Es sind 5 Stück. Hast du das Geld? Ja.
Wir sehen uns dann in Amsterdam. Ich rufe dich an. Ja, das war doch vom Schwung her schon gar nicht so schlecht, Herr Redlich. Sie müssen das nächste Mal nur versuchen, auch den Ball zu treffen. Ach, was soll denn? Ich kann das nicht. Das ist kein Sport für mich. Der Ball ist auch für mich viel zu klein. Gibt's ja keine größeren. Beim Golf leider nicht, Herr Redlich. So, naja, kann man nichts machen. Was halten Sie denn davon, wenn wir den ganzen Quatsch hier sein lassen und zusammen ein schönes Bier zischen gehen? Das kommen Sie, ich lade Sie ein. Tut mir leid, Herr Redlich, aber ich habe von Ihrem Schwiegervater leider die Anweisung, Ihnen noch in dieser Saison wenigstens die Grundkenntnisse beizubringen. Sie sehen doch, dass das keinen Zweck hat. Was soll man denn hier einen abquälen? Ich kann mit diesem Kamingeschirr hier nicht umgehen. Sie sollten doch als Mitglied des Golfclubs zumindest lernen, wie man einen Schläger hält. Ich wollte nie Mitglied in diesem Verein werden. Das Geld hätte man sich sparen können. Los, kommen Sie. Wozu soll man hier unnötig das schöne Gras zerlatschen? Am Tresen ist es doch viel gemütlicher. Stellen Sie sich doch mal vor, wie so ein Pilz, so ein kühles, so ins Glas läuft. Ja, und der Schaum langsam höher steigt. Oh. Herr Redlich, Sie bringen mich hier in eine Situation. Ach, keine Angst. Ich sage, wir haben 2 Stunden trainiert. Los, auf geht's. Zu spät. Und ich habe mich so auf das Bier gefreut. Na, wie macht sich mein Göttergatte? Och, eigentlich prima. Hab nur ein Handicap. Und das ist mein Handicap. Ihr Mann macht große Fortschritte, Frau Rimbach, Frau Redlich. Oh, da wird sich Vater aber freuen. Ja? Na, da zeig mal, was du kannst. Soll ich wirklich? Ja. Und dann bringt euch mal in Sicherheit. Hätte ich vielleicht doch lieber das 9er-Eisen nehmen sollen, was? Irene, können wir die Einladung heute Abend nicht mal sein lassen? Ich krieg den Kragen nicht zu, das Hemd ist zu eng. Das andere ist in der Wäsche. Jetzt such nicht dauernd nach neuen Ausreden, du kommst sowieso nicht drum herum. Warum müssen wir ständig fremde Leute besuchen? Weil das bei uns in Hamburg so üblich ist. Wie sagt Vater immer, Beziehungen sind das halbe Leben. Ja, dann nehme ich die andere Hälfte. Außerdem sind die Machquarts keine fremden Leute. Ihnen gehört die größte Privatbank der Stadt, sie sind wichtig fürs Geschäft. Solche Leute hat man zu kennen. Genügt das nicht, wenn du die kennst? Wir sind verheiratet, Johannes. Vergiss das bitte nicht. Wie könnte ich? Hoffentlich gibt's da was Vernünftiges zu essen. Denk dran, du hast nur noch 200 Kalorien, gut. Also nach Ibiza kann man nicht mehr fahren. Wir haben beschlossen, unser Haus dort zu verkaufen. Das Publikum hat sich so maßlos verschlechtert. Nach Spanien kriegen mich keine 10 Pferde mehr. Ich versuche ja immer, meinen Mann zu überreden, mal nach Island zu fliegen. Dort soll es noch Natur pur geben. Ja. Nicht wahr, mein Liebling? Ja, wie du willst, mein Stern. Ich würde jetzt ganz gern... Wir bleiben diesen Sommer auf Sylt. Obwohl, da wird's ja auch jedes Jahr voller. Aber was soll man machen? Jetzt haben wir das Haus da oben und nur zum Rumstehen war's zu teuer. Ja, aber das kommt. Hören Sie mir auf mit Sylt, Frau Döbel. Ich hole mir da jedes Mal eine Blasenentzündung. Nee, also... Mein Mann schaut sich gerade in Florida nach einem geeigneten Objekt um. Und da soll ja die Sonne immer scheinen. Was war denn das? Wir werden doch kein Gewitter kriegen. Oh. Nee, das war nur mein Mann. Ich lasse dich mal einen Moment allein. Ja? Wo willst du denn hin? Ja, ich guck mich mal ein bisschen um.
vergiss nicht nur noch 200 Kalorien. Na, die verbraucht ja schon beim Gucken. Ja. Mein Mann macht eine Diät. Wo steckst du das eigentlich alles hin? In den Mund. Ja. Du hast es gut, du. Ich sehe nur noch Leid. Ich sehe Bierleid, Käseleid, Wurstleid, Butterleid. Also ich bin langsam leid, dieses ewige Leid. Du tust mir wirklich leid. Es ist nicht so einfach mit dir reden, was? Ich bin froh, dass sie jetzt dich hat. Da hat sie mich wenigstens nicht mehr auf dem Kieker. Sag mal, wie viele Kalorien darfst du denn? Ein Kalorien? Na, so 1200. Also am Wochenende 1,4. Ne? Oh, das ist hart. Ja. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Du, da ist Irene gerade im Gespräch mit den dänischen Konsulären. Das ist eine Gelegenheit, füll dir auf. Ich mische mich mal unter das Volk. Warte mal, wie hältst du eigentlich aus, dieses ewige Rede mit den Leuten hier? Ich hab's mir abgewöhnt zuzuhören. Nicke immer, lächle immer und mache mir meine eigenen Gedanken. Was soll man machen? Beziehungen sind das halbe Leben. Kenn ich, ja. Johannes, was ist das denn? Oh, das ist nicht für mich. Guten Appetit, Frau. Hallo Johannes, ich bin's, Philipp. Ja, kannst du mich bitte sofort zurückrufen? Ja, natürlich. Aha, ja, Moment, ich schreibe mal auf. 030 7 S. Gut, ja, ich rufe zurück. Ja, hallo, Sportsfreund. Wo steckst du denn? In einer Telefonzelle. Warum rufst du nicht von zu Hause an? Weil der Peter mal bei uns rumlungert. Was hast du denn wieder mit ihm? Gar nichts. Er soll mich nur in Ruhe lassen. Wann kommst du nach Berlin? Mensch, Philipp, das sieht im Augenblick ganz schlecht aus. Ach komm, du hast es mir versprochen. Ja, ich weiß. Komm ja auch, aber im Moment geht es nicht. Wann geht es denn? Vielleicht in 2-3 Wochen. Ach, so lange noch? Kannst du nicht eher? Es ist so langweilig ohne dich in Berlin. Ja, hier ist auch nicht gerade ein Zuckerschlecken, du. Das kannst du mir glauben. Aber da müssen wir eben durch. Meinst du, was ich hier alles über mich ergehen lassen muss? Entschuldigen Sie die Störung, Herr Direktor. Frau van der Veer ist da. Ah, du, Philipp, ich muss jetzt aufhören. Ich krieg Besuch. Ich ruf dich mal abends an, ja? Kann ich dich nicht mal in Hamburg besuchen kommen? Natürlich kannst du das. Red mal mit deiner Mutter. Also, mach's gut, Sportfreund. Bitte? Vielen Dank. Guten Tag, Frau van der Veer. Guten Tag, Herr Redlich. Da bin ich wieder. Mit guten Neuigkeiten. Nein? Ja, ich glaube, ich habe einen Interessenten für Ihre Fünflinge. Mhm. Vorausgesetzt, wir können uns über den Preis einigen. Da bin ich mir sicher. Bitte nehmen Sie doch Platz. Recht schön, Dank. Ist noch was, Frau Schneider? Soll ich nicht? Nein, vielen Dank. Vater, wie macht sich denn Johannes eigentlich im Geschäft? Gut, wie ich höre. Ich halte mich da weitgehend raus. Für die kurze Zeit, die er in der Firma ist,
hat er erstaunlich gute Umsätze gemacht. Dankeschön. Siehst du? Ich hab's dir doch gesagt. Johannes ist der ideale Nachfolger für dich. Das habe ich nie bezweifelt. Obwohl ich ihm noch einige Tricks beibringen muss. Mann, wie alt sind denn die? Die sind nicht alt. Das sind cholesterinfreie Kekse, die backe ich für Johannes. Armer Kerl. So, da haben wir Ihren Zweikaräter, Frau van der Veer. Sie sehen, das Siegel ist ungebrochen. Wunderbar. Und Ihre restlichen 37.000. Danke. Mit den 5 großen Steinen würde ich gerne ähnlich verfahren. Wären Ihnen 100.000 Mark Anzahlung gerecht? Ja, durchaus. Wunderbar. Gut. Würden Sie mal nachschauen? Ah ja. Frau Schneider, schreiben Sie bitte eine Quittung über 100.000 Mark für Frau van der Veer. Sofort. Für die 5 Geräte als Anzahlung, ja. Tja, das wäre ja nun ein Grund zum Feiern, was? Champagner? Nein, vielen Dank. Ich habe es leider sehr eilig. Ja, ich schätze, ich könnte Ihnen Ende nächster Woche das Geld bringen. Oder soll ich es Ihnen überweisen? Wie Sie möchten. 1,2 Millionen sind schließlich kein Pappenstiel. Ja. Ja, wie lange bleiben Sie denn noch in Hamburg? Ich habe heute noch einen Termin bei... Oh! Ganz klar Hand. Ich habe doch direkt hinterm Tor gestanden. Blödsinn, Hand mit dem Hintern hat er reingemacht. Quatsch, mit der Hand. Dann war es die Hand Gottes. Nee, sein Hintern. Also das wollen wir mal nicht gehört haben, nicht wahr? Naja, wie auch immer. Also auf die Hand oder auf den Hintern Gottes, vor allem aber auf unseren Aufstieg. Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra, hip, hip, hurra. Halleluja. Du hast doch mal eine Zigarette, meine sind noch im Automaten. Deine Sprüche werden auch immer schaler. Passt doch prima zu deinem Bier. Ich verstehe gar nicht, wie ihr jetzt schon von Aufstieg sprechen könnt, wenn die Mannschaft noch 3 Punkte hinter dem Tabellenersten steht. Naja. Ach, der Aufstieg ist kein Problem, bloß was machen wir dann? Wie meinst du das? Naja, wir kriegen doch nie die Lizenz für die Landesliga, wenn wir die Auflagen nicht erfüllen. Wieso das denn nicht? Wir brauchen einen Zaun rund ums Feld, die Tribüne muss renoviert werden und eine Flutlichtanlage wäre auch vonnöten. So was kostet. Wie viel ungefähr? Zu viel. Was ist denn? Meine Zigaretten. Ach so, entschuldige. Tja, was wir bräuchten, wäre jemand, der Geld übrig hat. Nein, Sponsor hat kein Interesse an uns. Wir brauchen jemanden, der uns ohne eigenes Interesse die Kohle gibt. Und an wen habt ihr da gedacht? An wen denkst du? Denkst du auch an denselben, an den ich denke? Ich denke, ja. Und an was denkst du, Uwe? Da brauche ich gar nicht zu denken. Montag ist Ruhetag. Fahren wir? Ich bin sowieso gespannt, was unser Millionenerbe in Hamburg so treibt. Dann wünsche ich euch eine gute Reise. Hallo?
Wer war das? Keine Ahnung. Gleich wieder aufgelegt. Warum? Dich verwählt haben. Wer soll sich denn um diese Zeit verwählt haben und dann noch ausgerechnet unsere Nummer? Was weiß ich, wahrscheinlich falsch verbunden. Das ist ein Zeichen, nicht wahr? Was für ein Zeichen? Na, der Anrufer eben. Er hat nichts gesagt. Er? Woher willst du wissen, dass es ein Er ist, wenn er nichts gesagt hat? Ja, wie man das so sagt. So, sagt man. Ja. Okay, ich hätte sagen sollen, irgendjemand hat angerufen. Und warum hast du das nicht gesagt? Ach, Irene, komm, lass das. Ich bin müde. Lass uns wieder schlafen. Ja. Gehört das zu eurem Plan? Mit dem Plan? Mich zu verwirren. Dich zu verwirren? Ja. Erst hast du gesagt, es ist ein Er. Dabei ist es eine Sie und mir willst du weismachen, es ist irgendjemand. Damit willst du mich verwirren. Also, jetzt bin ich aber langsam total verwirrt. Was für eine Sie meinst du? Das weiß ich. Das wirst du doch wohl am besten wissen. Oh, jetzt war Schluss, Irene. Mein Gott. Was soll denn der Blödsinn? Es gibt keine Sie. Jemand hat sich verwählt. Das ist alles. Und lass uns jetzt bitte endlich wieder schlafen. War das das nächste Signal? Was? Das Fenster schließen. Ich habe das Fenster zugemacht, weil mir kalt war. Warum hast du das Fenster nicht geschlossen, bevor du das Zeichen gekriegt hast? Mir war nicht kalt, bevor ich das Zeichen bekommen habe. Es war also doch ein Zeichen. Du, jetzt hör mal zu, Irene. Ich setze gleich ein Zeichen, ja? Es gibt keine Zeichen. Weder am Telefon, noch am Fenster, noch gibt es irgendeine Sie, die auf ein Zeichen wartet. Lass uns endlich schlafen. Es ist 2:30. Woher weißt du eigentlich so genau, dass es 2:30 ist? Guck doch auf den Wecker. Du hast es vorher gewusst. Das war eure verabredete Zeit, stimmt's? Sie hat gesagt, sie ruft 2:30 an. Wer denn? Deine angebliche Geschäftspartnerin. Meinst du, ich weiß nicht, was gespielt wird? Du triffst dich heimlich mit ihr. Irene, jetzt hör aber auf mit dem Blödsinn. Mein Gott, ich treffe mich mit niemanden. Schon gar nicht mit irgendwelchen Geschäftspartnerinnen. Ach, tu mir jetzt bitte einen Gefallen, ja. Mache bitte dein Licht aus und lass uns endlich wieder schlafen. Bitte. Danke. Waren wir doch schon mal. Gib mir nicht die Schuld. Ich fahre genau nach deinen Anweisungen. Mach mir lieber mal eine Zigarette an. Wäre es, wenn du dir endlich selber mal welche kaufen würdest? Das habe ich ja schon mal gemacht, aber deine schmecken mir immer irgendwie besser. Sehr komisch. Aber das ist die letzte, nur damit du klar siehst. Wieso? Willst du aufhören? Kinder, seid ihr sicher, dass wir hier richtig sind? Wollen wir nicht lieber jemanden fragen? Ich habe alles im Griff. Die nächste musst du links. Dann sind wir gleich da. Nee, Scheiße, nach rechts musst du. Ja, Mensch, sag doch mal. Kannst du leider nicht ein bisschen früher sagen? Wie geht's nun weiter? Na, gleich muss eine U-Bahn-Station kommen. Nee, das ist ein Flughafen. Oder ein Bahnhof. Was denn? Auf jeden Fall geht's jetzt rechts rum. Hier rechts? Ja.
Was doch auf! Was ist denn los? Das ist eine Einbahnstraße. Nee, das stimmt nicht. Ich bin doch nicht blöde, guck doch hin. Dann muss die neu sein. Oder der Plan ist alt. Der kann ja sein. Das Straßenschild ist ja auch falsch. Das muss die Kantstraße sein. Quatsch, alter Ball, da steht's doch ganz groß. Was suchen wir denn nun eigentlich für eine Straße? Mönckestraße. Mönckedamm. Nee, die finde ich nicht. Zeig ja, mal. Das hat sich ja hier auch alles verändert. Zeig doch mal. Ach, Menschenskinder. Wir sind in Hamburg, du Idiot. Das ist ein Plan von Berlin. Nein. Nein, nein, nein. Ich lass mich scheiden. Nun mal langsam, Kind. Wer weiß? Ich weiß. Ich hab's doch mit eigenen Augen gesehen. Das sind doch nur Vermutungen, Irene. Ausgerechnet jetzt, wo wir so glücklich sind. Eben, das sieht Johannes einfach nicht ähnlich. Ah, du hättest ihn heute Nacht mal sehen sollen, wie er sich gewunden hat. Er hat ein Verhältnis mit dieser Frau, das spüre ich. Ach, das ist doch alles kokolorisch. Ja, dass du ihn in Schutz nimmst, ist mir klar. Ihr Männer seid doch alle gleich. Albernes Zeug, jetzt ist Schluss damit. Nun komm, nun beruhige dich. Hör auf. Ich kann dich nicht weinen sehen. So, nun pass mal auf. Jetzt werde ich dir sagen, was du zu tun hast, um die Angelegenheit wieder in Ordnung zu bringen. Ja. Ja? Herr Direktor, Ihre Frau ist auf 1. Ja. Oh, danke. Ja, bitte, Irene. Was gibt's denn? Johannes, hast du heute Abend schon was vor? Nein, nicht, dass ich wüsste. Warum fragst du? Ich möchte gerne mit dir reden. Ja, natürlich. Worum geht's denn? Ach, ich würde das lieber mit dir zu Hause besprechen. Wie wär's, wenn ich uns was koche? Du musst dir doch nicht die Mühe machen. Sieh mal, soll ich nicht lieber einen Tisch da im La Provence bestellen? Was hältst du von lothringischem Schweinefilet in Pilz-Sahnesoße auf Rösti mit Speck? Sowas kannst du. Natürlich. Also dann um 7. Ja, gern. Ja, um 7. Ja, ich bin pünktlich. Na? So merkwürdig. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Gold und Silber haben wir gern. Sei gegrüßt, Johannes. Entschuldigen Sie, Herr Direktor, aber diese Herrschaften sind einfach durch. Schon gut, Frau Schneider. Ich kenne diese Herren, diese Brüder aus der Bande. Na, dann brauchen Sie mich ja wohl nicht mehr, Herr Direktor. Nein, danke. Herr Direktor, habt ihr gehört? Mit Herr Direktor lässt er sich anreden. Ja, ja, die Zeiten haben sich geändert. Und wie? Schaut ihn euch an. Was für ein Stöffchen und die Seidenkrawatte. Vornehm geht die Welt zugrunde. Zugelegt hat er auch. Die Ehe scheint dir ja sehr gut zu bekommen. Und dabei heißt es doch, ein guter Hahn wird selten fett. Was macht ihr hier eigentlich in Hamburg? Das ist doch kein Höflichkeitsbesuch. Es ist wegen der Lizenz. Ach, haben sie dir deine Kneipe dicht gemacht, ja? Was? Nö. Hannes, wir wollen aufsteigen. Mit eurer Fußballmannschaft? Eine Klasse höher? Ja. Du weißt doch, die Auflagen des DFB, die können wir nur erfüllen mit deiner Hilfe. Und als Sponsor, da wärst du uns natürlich der Liebste. So lieb habt ihr mich, ja? Im Ernst, wir brauchen einen Zaun rund ums Stadion. Und eine Tribüne. Und Flutlicht. Und? Wie viel? Na ja, so an die
600.000 Mark würde das schon kosten. Das war ein hübsches Sümmchen, ne? Ja, und da haben wir uns gedacht, ja, du könntest vielleicht, wie gesagt, als Sponsor. Oder Ehrenvorsitzender. Kannst du abschreiben. Den Ehrenvorsitzenden. Nö, das Geld. Ja? Herr Direktor, hier ist ein Gespräch aus Amsterdam für Sie. Juwelier de Kerk, er sagt, es ist dringend. Ja, stellen Sie bitte durch. Ja, guten Tag, Meneer de Kerk. Ja, was gibt es denn so Wichtiges? Bitte? Die 5 Karäter. Oh, das tut mir leid. Die sind leider schon verkauft. Ja. Was? Wer hat Ihnen die angeboten? Das ist ja gar nicht möglich. Die Steine sind ja noch in meinem Besitz. Aber natürlich, völlig ausgeschlossen. Ja, einen Augenblick, warten Sie. Meneer de Kerk, wie ich Ihnen bereits sagte, die Steine liegen bei mir hier im Safe. Ja, aber ich halte sie doch in der Hand, hier in einem versiegelten Briefumschlag. Bitte. Also, Sie bringen mich da in eine Situation. Na gut. Wahnsinnig. Meneer de Kerk, Sie haben recht, man hat mich betrogen. Ja, das sind Fälschungen hier. Ah ja. Ja, bei mir hat sie sich als Frau van der Veer vorgestellt. Meneer de Kerk, jetzt müssen Sie mir helfen. Und ihr auch. Wir? Ja, wir fahren sofort nach Amsterdam. Dann baue ich euch den Zaun rund ums Stadion und neben der Tribüne eine klasse Flutlichtanlage. Ach, super, echt? Ja, versprochen. Du, halt mal an hier links. Ah, hier kommt.